Vor den deutschen Sozialgerichten türmen sich zurzeit die Klagen von Hartz-IV-Empfängern. Der Grund: Die Regelungen zu Hartz-IV sind häufig ganz unklar definiert oder sogar voller Widersprüche. Die Justiz- und Sozialminister aller Länder haben den Bund deshalb kürzlich sogar aufgefordert, das dringend zu ändern. Doch nichts ist passiert. Dabei ist die Not groß. Vor allem Hartz-IV-Empfänger, so stellten wir fest, die eine private Krankenversicherung haben, fallen in ein tiefes Loch. Caroline Walter und Andrea Böll. Hartmut Fischer war immer selbstständig, als Handelsvertreter. Doch dann brachen die Geschäfte ein, er hatte keinen Job mehr. Seitdem bekommt er Hartz IV. Das ist schon wenig zum Leben, doch von dem Wenigen muss er noch ca. 160 Euro für seine private Krankenversicherung pro Monat selbst bezahlen. Ihm bleiben nur 199 Euro zum Leben übrig. Davon muss er noch Strom und Wasser zahlen. Ich habe mir einen Tagesplan aufgestellt oder einen Monatsplan, wo ich genau aufgeschrieben habe, was ich am Tag ausgeben kann. Das heißt, mehr als 2 Euro für ein Essen darf ich nicht ausgeben, mache ich auch nicht. Also ich achte darauf, dass ich nie mehr als 2 Euro für ein normales Essen ausgebe, kaufe günstig ein. Und das ist eigentlich mein Lebensinhalt jetzt, dass ich überlebe, in Anführungsstrichen. Zu Hause Musik hören, spazieren gehen, mehr ist nicht drin. Nicht mal eine Zeitung oder eine Busfahrt kann er sich leisten. In die gesetzliche Krankenkasse darf er nicht wechseln, so ist die Regel. Das Jobcenter zahlt aber nur einen Teil seiner privaten Krankenversicherung. Hartmut Fischer lebt deshalb unter dem Existenzminimum. Er hat Widerspruch beim Jobcenter eingelegt, doch der wurde zurückgewiesen. Man lässt mich hängen, also mich und andere Leute, die davon auch betroffen sind. Das tut weh und macht einen traurig und wütend, aber ich kann es im Moment ja nicht ändern. Wie ihm ergeht es einigen Tausend, die privat krankenversichert waren, bevor sie arbeitslos wurden. Laut Gesetz gilt, die Jobcenter zahlen nur einen festen Betrag, derzeit 131 Euro. Egal, ob jemand privat oder gesetzlich versichert ist. Wir können nur das zahlen, was gesetzlich möglich ist. Und das ist der Beitrag, den auch gesetzlich Versicherte bekommen. Das heißt, es gibt keinen Spielraum? Nein, dann würden wir gegen geltendes Recht verstoßen. Viele, wie Burkhard Petruschke, landen deshalb sogar in der Schuldenfalle. Für Hartz-IV-Empfänger verlangen die Privatversicherer bis zu 300 Euro an Prämie. Nicht einmal die Hälfte erstattet das Jobcenter. Petruschke schafft es nicht, den Betrag von Hartz-IV abzuknapsen. Jeden Monat flattert eine Mahnung ins Haus. Die Privatversicherung drohte schon mit dem Gerichtsvollzieher. Mittlerweile hat er bei ihr über 4.000 Euro Schulden. Die Schuldenberge werden immer größer und ich habe kein Absehen, wann es mal geändert wird. Die Politik kümmert sich nicht darum und für mich entstehen körperliche und nervliche Belastungen so, dass ich manche nicht mehr schlafen kann. Seit anderthalb Jahren traut er sich nicht mehr zum Arzt, hat Angst, auf den Kosten der Behandlung sitzen zu bleiben. Solange er Schulden bei der Krankenversicherung hat, findet er auch keinen festen Job. Niemand will ihn anstellen. Petruschke klagt jetzt vor dem Sozialgericht, wie viele andere. Wie es ausgeht, weiß er nicht. Im Gesetz ist es nicht klar geregelt. Das kritisiert Michael Kahnert. Er war lange Sozialrichter in Berlin. Die Paragraphen sind da einfach widersprüchlich, nicht? Der eine Paragraph legt die Beitragshöhe fest, die die private Krankenversicherung verlangen darf. Und der andere Paragraph sagt, wie viel das Jobcenter dem Hartz-IV-Empfänger zu erstatten hat. Und da klafft eben die Lücke, nicht? Die private Krankenversicherung darf mehr als doppelt so viel an Beiträgen verlangen, wie hinterher das Jobcenter erstattet. Schuld daran ist die Gesundheitsreform der Großen Koalition. Sie wusste um die Lücke für Privatkrankenversicherte, aber wie man sie schließt, darüber konnte man sich damals nicht einigen. Dann trat die neue Regierung an und Gesundheitsminister Rösler verkündete gleich zu Beginn, er wolle die Lücke für die Betroffenen schnell schließen. Bundestagsabgeordnete Martina Bunge wartet bis heute darauf. Seit 2 Jahren stellt die Opposition Anträge und fordert eine Regelung. Jedes Mal heißt es, die Regierung plane baldmöglichst eine gesetzliche Regelung zur Lösung des Problems. Und so vergeht viel Zeit. Uns regt vor allen Dingen auf, dass das Problem bekannt ist, es auch anerkannt wird, von allen Seiten an die Regierung herangetragen wird. Sie immer versprechen, sie tun was, aber sie tun nichts.
Zuständig sind leider gleich zwei Ministerien, das von Arbeitsministerin von der Leyen und das von Gesundheitsminister Rösler. Beide können sich nicht einigen, wo die Kosten für die privatversicherten Hartz-IV-Empfänger abgeladen werden. Unsere Interviewanfragen werden abgelehnt. Man streitet in der Regierungskoalition um drei Lösungen. Erste Lösung: Die Betroffenen sollen zurück in die gesetzliche abgeschoben werden. Gesundheitsökonom Professor Stefan Gress war bei Anhörungen im Bundestag mit dabei. Was hält er von dieser Lösung? Ich halte diesen Weg für nicht richtig, weil wiederum damit die Risiken bei der gesetzlichen Krankenversicherung abgeladen werden und die private Krankenversicherung entlastet wird. Zweite Lösung: Das Jobcenter übernimmt den vollen Betrag. Doch damit droht ganz neuer Ärger mit den gesetzlichen Kassen. Sie wollen dann auch mehr Geld für ihre Versicherten. Insgesamt muss es ja darum gehen, das Ganze fair auszugestalten. Wenn man dem einen deutlich mehr Geld gibt als dem anderen, dann wäre das alles andere als fair. Es wäre eine Ungerechtigkeit sondergleichen. Das wäre für uns kein Lösungsweg. Dritte Lösung: Private bekommen nur so viel Geld wie die gesetzlichen. Aus meiner Sicht wäre der richtige Weg, dass sich die privaten Krankenversicherungen mit dem gleichen Betrag zufrieden geben müssen wie auch die gesetzlichen Krankenkassen. Erstens würden sich die Belastungen im Promillebereich bewegen. Zweitens ist die private Krankenversicherung an verschiedenen Stellen in der letzten Gesundheitsreform entlastet worden. Und insofern wäre das okay. Dagegen wehren sich die Privatversicherer. Dabei wäre es die einfachste und fairste Lösung. Die Regierung müsste sich aber mit der mächtigen Lobby anlegen. Hartmut Fischer bleiben weiter nur 199 Euro zum Leben. Das macht einsam. Freunde hat er kaum mehr. Schlimm ist für mich, dass ich halt aufgrund von Geldmangel an kein Leben mehr teilnehmen kann. Also ich finde, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Man sitzt nur noch da und wartet, dass irgendeine Entscheidung kommt. Aber es kommt ja keine Entscheidung.